BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der Adel wurde in Deutschland 1918 offiziell abgeschafft. Und doch spielt er auch heute noch eine wichtige Rolle. Denn ihren Privatbesitz durften die Adligen behalten. Und dazu gehören Schlösser, Wälder, Landgüter, Weinberge, ganze Familienunternehmen, die sich heute dem Erhalt und der Pflege des alten Besitzes widmen. Ausgerechnet der eingefleischte Anhänger der republikanischen Staatsform, Winfried Kretschmann, hat aber am Dienstagabend Adlige aus ganz Baden-Württemberg zum Empfang im neuen Schloss eingeladen. Baden-Württemberg, deine Schlösser. Viele von ihnen sind im Privatbesitz, dienen als Wohnsitze oder Hotels oder sind zur Besichtigung freigegeben. Nicht immer ein leichtes Erbe, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann meint. Und immer wenn ich dran vorbeifahre, denke ich, Gott sei Dank gehört es mir nicht. Ja. Weil wir haben ja selber betreuen das selber, das Finanzministerium Gärten und Schlösser. Und wenn man das weiß, und dadurch bin ich auch dazu inspiriert worden, dann weiß man, dass diese Leute sehr, sehr hohe Aufwendungen machen müssen in diesen denkmalgeschützten Gebäuden. Und deshalb hat der Ministerpräsident sie in das neue Schloss nach Stuttgart eingeladen. Ein Schloss in Landesbesitz. Hier fuhren sie vor, die Damen und Herren von Baden, Württemberg, Hohenzollern und viele andere. Die Zahl der Adelshäuser ist groß, denn vor Napoleon war das Land in zahlreiche Klein- und Kleinstterritorien zersplittert. Gruppenbild des demokratisch gewählten Landesvaters mit den Adligen des deutschen Südwestens. Dann geht's zum Empfang in den Marmorsaal. Es gehe darum, dem Adel zu danken, so Kretschmann. Zum einen für den Erhalt der Schlösser und Gärten, zum anderen für die unternehmerischen Tätigkeiten und nicht zuletzt für das vielfältige ehrenamtliche Engagement im sozialen und kulturellen Bereich. Stellvertretend für den Adel sprach Erbgraf Karl Eugen zu Neipperg. Viele Familien engagierten sich für den Erhalt ihrer historischen denkmalgeschützten Gebäude. Man wolle dazu beitragen, die Zukunft über die nächste Generation hinaus verlässlich und erfolgreich zu gestalten. Deshalb sei der Dialog aller Beteiligten wichtig. Im Anschluss ging es zu weniger formellen Gesprächen und zu einem Festbankett. Diese Häuser wie etwa Baden und Württemberg, erstmal sind sie die Namensgeber unseres Landes. Sie gehören einfach zur Geschichte unseres Landes dazu, sind mit dieser Geschichte in vielfältiger Hinsicht verwoben. Und es ist doch mal einfach schön und interessant, sich mit diesen Menschen da zu unterhalten. Und dafür war dann genug Zeit. Bleibt nur ein Problem. Wie sollen die hohen Herrschaften angeredet werden? Da ist Republikaner Winfried Kretschmann ganz pragmatisch. Sie werden mit meine Damen und Herren angeredet. Das ist ja eigentlich schön, dass wir uns alle mit so adligen Begriffen anreden. Man sagt ja nicht, guten Tag, liebe Männer und Frauen. Man sagt ja, guten Tag, liebe meine Damen und Herren. Es ist eigentlich schön, dass wir nun alle geadelt sind, denn Adel ist ja letztlich eine Frage der Haltung. Demnach können sich alle Baden-Württemberger ein wenig adlig fühlen, unabhängig von ihrer Abstammung. Nicht der Adel wurde zu Bürgern, sondern die Bürger zu Adligen. Wegen eines immer größeren Anteils von Gefängnisinsassen mit Migrationshintergrund setzt das baden-württembergische Justizministerium in einem Modellversuch auf externe Videodolmetscher, die per Tablet-Übertragung zugeschaltet werden. Das gab Justizminister Guido Wolf heute bekannt. Die Gefangenen müssen der Live-Schalte schriftlich zustimmen. Der 6-monatige Test läuft in den JVAs Stammheim, Bruchsal, Rottenburg, Rottweil und Karlsruhe. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat am Dienstagabend in Tübingen den Leopold-Lukas-Preis erhalten. Der Preis wird von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni Tübingen verliehen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und geht an Persönlichkeiten, die sich um die Verbreitung des Toleranzgedankens verdient gemacht haben. In seiner Rede ging Joachim Gauck darauf ein, dass Kränkungen oft zu Katastrophen führten, wenn die Gegenseite mit Revanche, Rache und Revision reagiere. Vielmehr solle, wer gekränkt wurde, kühl analysieren, was ihn verletzt habe. Deeskalation durch Versachlichung. Den Leopold-Lukas-Preis für Nachwuchswissenschaftler erhielt Dahan Fan für seine Dissertation Die Problematik der Interesselosigkeit bei Kant, eine Studie zur Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Ein 23-jähriger Tuneser ist vor dem Karlsruher Amtsgericht vom Vorwurf freigesprochen worden,
eine 23-Jährige überfallen und sexuell genötigt zu haben. Die Frau hat die Anschuldigungen frei erfunden und das zugegeben. Als weitere Zeugin hatte eine Freundin fungiert. Die 23-Jährige muss sich jetzt wegen schwerer Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten. Der Tunesier saß 2 Monate in U-Haft. Erschwerend war hinzugekommen, dass der Anwalt seinem Mandanten geraten hatte, sich nicht zu den Vorwürfen zu äußern. Er kann jetzt mit Haftentschädigung rechnen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Am Donnerstag ist es noch vielerorts sonnig. Allerdings muss in Teilen des Landes mit Schauern gerechnet werden. Und vor allem im Südosten zwischen Alb und Alpen auch mit Gewittern, die auch sehr kräftig ausfallen können. Am wärmsten wird es in Tauberfranken, dort werden es 26 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb werden es maximal 20 Grad. Am Freitag dann im ganzen Land trübes, regnerisches Wetter. Ganz oben im Schwarzwald kann es sogar schneien. Die Temperaturen fallen auf Maximalwerte um 15 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb steigt das Quecksilber nicht über 12 Grad.